ihr genauso verpeilt seid wie ich, dann wette ich, dass ihr noch nicht alle Weihnachtsgeschenke zusammen habt. Und ja, was kann man denn da noch verschenken, so last minute? Richtig, Bücher. Aber ihr müsst aufpassen, Bücher vermitteln immer eine Message und wenn ihr das nicht richtig beachtet, dann kann das wirklich böse enden. Bei der besten Freundin. Beste Freundin, blöde Kuh. Wirklich jetzt? Wirklich jetzt? Findest du das lustig oder was? Ich weiß noch genau, vor 3 Monaten, als ich mit Tim so einen Stress hatte, da habe ich versucht, dir das zu erzählen. Du hast mir überhaupt nicht zugehört. Wer ist hier also die blöde Kuh? Du kannst mich mal. Bei der besten Freundin, wenn sie Single ist. Ein Buch, ein Buch, ein... Rezepte für keiner liebt mich Tage. Du bist so gemein zu mir. Das ist ein Buch, oder? Ein Softporno. Danke! Beim besten Freund. Jo, hast du mir ein Buch gekauft? Geil. Wir beide irgendwann. Ey, ist das schon wieder so ein Buch über beste Freunde, die sich ineinander verlieben? Warum machst du das immer? Bist du blöd? Was soll mir das denn sagen? Ein Buch, ja? Muss ich Angst haben. Mordsfreunde. Oh, das sind wir. Bro-Fist. Bei den Eltern. Was mag es wohl sein? Feuchtgebiete. Ist das nicht dieses eklige Sexbuch? So habe ich dich nicht erzogen. Kind, ich glaube, wir müssen mal reden. Puh, ist das ein dickes Buch. Anna Karenina. Das ist doch so ein Klassiker, ne? Schauen wir mal. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Art unglücklich. Willst du mir damit etwas sagen? Bist du unglücklich? Findest du unsere Familie nicht in Ordnung, so wie es ist? Ich wusste, du hast was gegen deinen Stiefvater. Ein Buch! Das neue von Dan Brown! Super! Ich wusste auch schon gar nicht mehr, wie oft ich Illuminati eigentlich noch lesen kann. Beim Freund. Hast du mir ein Buch gekauft? Betrogen. Moment. Betrogen? Soll es ein Geständnis sein? Du hast mich betrogen? Ich wusste es die ganze Zeit, du dumme Sch. Vermiss meinen nicht. Machst du mit mir Schluss? Ich mochte dich eh nie, du dumme Kuh. Ein Buch. Was für eine Überraschung. The Name of the Wind. Egal, du bist die Beste. Was verschenkt ihr denn zu Weihnachten? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin ja gespannt und vielleicht kann ich auch noch ein paar Tipps gebrauchen. Also schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, das war's für diese Woche. Jetzt ist erstmal Weihnachten. Ich wünsche euch allen ganz, ganz wunderbare Fest- und Feiertage. Ich hoffe, ihr genießt die freie Zeit. Ich werde mir auch eine kleine Pause gönnen und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Das klingt jetzt, als wäre es furchtbar lange, aber ist es eigentlich gar nicht. Also, bis demnächst und macht's gut!